Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe mich das letzte Mal ja umgebracht, weil ich keinen Bock mehr hatte aufs Zurücklaufen und von Jäger überrascht zu werden. Und yeah, ich bin in United. Toll, super. Also, ja. Ja, was sagt man? Ich sag einfach danke. Ja, bei den Gestörten. Die fahren ja. Die haben wir schon ein paar Mal getroffen. Was ist sie wahrscheinlich die gleiche, oder was? Wie die Mailia. Okay. Ja, mal gucken. Ich habe schon Lust, die Quests hier zu machen. Wo sind die Quests schon wieder? Da, oder? Den hier finde ich nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Er sollte eigentlich dort in der Nähe sein von diesem Lucian an einem Velika. Aber nix. Da haben wir einen besiegt. Es sind noch 4 und hier sind noch 5. Gut. Mura, Mura! Lass Mura nicht töten. Keine Ahnung. Mura Mörder. Mura. Lol. Der teleportiert sich. Super. Ich hab's geschafft. Ich konnte das nicht. Ich bin irgendwie zu klein. Andere könnten es besser schaffen. Oh, ein goldener Schütze. Ist dann aber cool. Oder schwul. Hallo. Ja. Oh. Jo. Ein Problem. Oh, hat's auch geschafft. Oh, Senton hat auch eine Auszeichnung. Okay. Wo seid ihr? Bei mir. Und dort. Fania? Ach, Schützin. Oh, Magnanitenbogen. Sehr schwer. Feuerpfeil. Ich kann nicht alle. Ich kann nicht alle. Ich meine, ein Küsschen geben. So. Ah. Heute läuft gerade nichts. Häsi. Jetzt läuft's. Häsli. Häsli. Häsi und Häsli ist so Schweizerdeutsch. Oh, wie ist die noch in der dritten
Season vom Let's Play hatte ich doch auch dieses Kostüm. Hab mich auch immer nackig gemacht, so richtig schön. War da auch eine Frau? Was war es? Oh, Beschwörer, oder? Ja, ich war Beschwörer. Was? Bukuos in Mod. Was hat jetzt diese Ding? Ketty? Ich kann diese Alien nicht mehr anschauen. Ich muss immer von hinten. Von der Seite auch. Ja, also die Designer waren da nicht so toll drauf. Die haben richtig viele Drogen genommen. Gut. Ich freue mich. Ich bekomme Mörchen über. Riebli. Wie heißt sie noch? Karotten, Möhrchen. Alles Mögliche. Also ich glaube, das ist mir zuerst. der Dunkelelf sieht mega gut aus in diesem Kostüm. Alle wollen zu mir, in mich rein. Kuscheln. Ja, freut mich, dass ich jetzt in einem Clan bin, dass wir endlich mal richtig tolle Sachen erleben. In einem belanglosen Spiel, aber das wird schon cool sein. Deshalb let's play ich das auch. Vor allem wegen der Community. Toll, dass es auch immer wieder ungefähr 10 bis 15 Leute gibt, die sofort meine Parts schauen, wenn sie rauskommen. Es wäre natürlich besser, wenn dann auch noch ein paar Aufrufe kommen. Meistens leider immer unter 20, aber es wird auch schon. Ich wage es ja nicht, euch zu sagen, ja, jetzt müsst ihr besser Aufrufe, länger schauen und liken und alles. Mich geht es auf jeden Fall einfach darum, dass ihr Spaß habt und eventuell eben ein bisschen Freude habt, mit mir zu chatten, also zu Kommentare schreiben, euch etwas zu wünschen und so weiter. Also, wir gehen. Ja, Summerford ist jetzt nicht so das Beste, aber ich denke, ja. Ich kann ja mal den Clan ein bisschen werben mit der Schrift. Oh, ich bin jetzt bei United. Na? Goran wollte dich haben. Goran? Darf ich da mal kurz gucken? Oh, sind das viele. MM muss noch auch lernen zu teilen. Kanabel. Aguna Bergmann.
Herr Bergmann, Sie sind auch hier? Bist du doch Kater? Was sagt die? Ah nein, das ist einfach ein Schuppenpanzer. Ich dachte, die hat Schuppen. Aber wieso sind so viele Dunkelelfe? Alle wollen Dunkelelfe sein. Ich fühle mich einfach irgendwie ein bisschen zu emigriert. Also, dass die Leute einfach sich emigrieren hier in Alisius. Aber zumindest bei Alisius und nicht bei Süden. Sonst gibt es noch mehr Süden. Hey du, Seti, hast du Zuckungen? Brauchst du ein bisschen bessere Zuckungen? Ich habe, ja, leider den Blitzpfeil nicht, aber kann ja dich einen Stinkepfeil in den Arsch schicken. Nein, lieber nicht. Wir sind ehemals Annahmen. Aha. Hattet ihr neue Gilde gemacht? Also klein. So. Läuft was? Läuft hier was? Da war ich, glaube ich, mal drin. Wo? Aha. Klein. Wie siehst denn du aus? Sehr metallic. Wo geht ihr hin? Ah, ich will mit. Immer sofort, wenn sie losgehen, will ich auch sofort los. Ich fühle mich so mit. Einfach dabei. So, ich habe einen schönen Rang, gut. Alle haben einen schönen Rang, also ein paar Burnout, dieses Part. Gute Ränge, prima. Ja, tschüss. Bis. Sunny. Kenne ich auch noch, aber der ist nicht von Regnum, der ist von Diablo 2. War ein guter Motor, glaube ich, ja. Und Serverbetreiber und so. Ah ja, Serverbetreiber war von D2 Maniac. Beziehungsweise einfach dabei. Ja. Ich glaube, die machen hier nichts. Gehe ich weiter. Not an Oak da. Haha. Du bist also keiner dieser fetten Riesen. Du bist ein kleiner Riese. Hey, geht's noch? Wehe, du schlägst mich. Bist du langsam, hä? So, wir werden sowas von sterben. Aber... Los! Gib mir mal den Bogen, da habe ich sicher weg, ein winzig kleiner im Charakter. Hey, gib mir mal diesen Bogen. Ist das einfach ein Skin oder gibt es denn wirklich was? High-End-Bogen. Es gibt ja viele, die Skins der Bogen haben zum Beispiel Magnetitenwaffen noch und so. Oh, schaut mal. Ein süßes. Seht ihr, so macht man es. Man greift sie nicht an. Wieso sollte man die angreifen? Wie hässlich bist du denn? Wow,
viel Damage. Hey, greift ihn doch an. Zählt keine Spiele? Ich will ein paar töten. Diesen oben. Jetzt greift er natürlich mich an. Ja, ich sterbe. So. Danke. Ich kann ihn leider nicht gut treffen. Oh, da ist er. Da ist er. Ah! Ja, da ist einer. Nein, das sind zu viele. Gut. Süß. I am. Damit ich, will ich einfach ein paar Süden anprangen. Wie süß sie sind. Mich fast zu töten. Das geht gar nicht. Hey, geht's noch? Nein, nicht mich. Lol. Ich bin weg. Nein, ich bin weg. Ihr dürft mich doch nicht töten. Also nein, hey. Ich bin schon wieder mit den Zürten unter einer Decke. Es reicht langsam. Was nicht wundern, wenn ich nicht draufhaue, versuche mit 500 Boost und Drop Boost App abzustarten. Wieso kaufst du dir 500er Boost? Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich bleibe irgendwie hier. Komm, wir machen Schwarz-Weiß, Let's Play, Let's Show, Fortschlachten. Ala, wir sind nicht dabei, aber die Igen tun jetzt doch die Süden, Süden angreifen und, ja. Der Ivan ist hier, El Legendario, der Ivan, Gibt's einen Ivan im Fußball? Nö. Vielleicht in Argentinien. Gamma Ray, bist du nicht irgendwie etwas mit Strahlen, mit Lichtstrahlen? Gamma ist ja die Lichtfrequenz. Laser. Oh, er ist ein Laser. Aria. Aria ist Enderl? Keine Ahnung. Aus einem Spiel kommt Aria. Ah, da gibt es ja noch einen YouTuber, der heißt Aria. Legendario. Jay und Aria. Wie heißt der andere? Also, da sind wir wieder zurück im Bind. Ich habe das letzte Mal, als wir da noch bei Mendria waren, noch kurz den Vulkan ein bisschen unter die Lupe genommen, ob sie auch Gegner hat. Hinten dran gibt es Orange, dann haben wir bald Gegner. Ich kann jetzt mal hinten durchgehen. Und dann gehen wir noch ein bisschen leveln. Wir haben keine Zeit mehr. Tut mir leid. Das nächste Mal, ich level bis dann wieder ein bisschen weiter. Hier haben wir rote sogar schon. Man kommt eigentlich wieder Torkul. Ich glaube, das ist Torkul, oder? Naja, das ist Torkul. Es gibt keine Liste mehr. Ich kann nirgends mal schauen. Habt ihr eine Liste? Findet ihr eine Liste? Wäre toll, wenn ihr eine Liste habt. Eine Liste der Bosse. Wann sie spawnen. Junger Abenteuer, wie groß bist du? Hä? Wieso bekommst du das erst jetzt?
Hast du ohne Quest gelevelt? Mal gucken. Eine Quest. Er hat. Er ist Level. Ah, wahrscheinlich hat er den Charakter neu gemacht mit der Level 60er Score. Leute, gebt doch nicht so viel Geld aus. Die Entwickler müssen doch merken, dass sie entwickeln müssen. Ihr könnt damit auch nicht retten. Hier sind sogar gelbe jetzt. Oh, ja, wir haben ein Level bekommen im letzten Part. Ja. Gut, dann haben wir eine Mission. Frettchen töten. Häschen töten Frettchen. Das Lieblingsspiel der Kinder ab 2 Jahren. Häschen bekommt ein bisschen Prügel. Gib mir etwas. Ach komm, ey. Hier ist noch ein. Mann, die weichen alles aus. Frechheit. Absolute Frechheit. Ich will mal einen Deckerfang angreifen. Nein, nein, lieber nicht. Ich bin nicht gerade ready mit den Abklingzeiten hier. Hey, nicht immer kriegen. Das ist böse. Das sind große. Ah, ein Drachenschied. Cool. Sehr schlecht Durchdringung, also das optimale Schild für jeder Noob-Ritter. Gut. Da haben wir 16. Ich will den hier irgendwo socken, aber ich brauche etwas Gutes. Ach komm. Noch eine haben wir Prozent. Ist denn alles noch Level 30er? Hier haben wir einen Level 40er. Aber sonst ist alles. Genau den hier noch. Level 38er. Dieses Amulett habe ich mal weggemacht mit 4 Geschicklichkeit, weil Waffenschadenbonus ist stärker. Im Max Damage, glaube ich. Und hier ist, ja, Gesundheit lasse ich noch, brauche nicht so viel Schaden, lieber ein bisschen mehr Gesundheit. So, ah, das Drachenschild ist ja zum Verkaufen. Wow, ein Nichts bekommen. Gib mir mal bisschen Items. Also ich kaufe mir einen Drop Booster und einen Level Booster bald. Aber nur ein 200er. Eben, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Geld. Ich kann es nicht ins Internet tun, also ich kann im Internet nichts kaufen, weil an Paysafe Card komme ich auch nicht gut. Ja. Ist ein bisschen blöd, wenn man so einen Pay-to-Win-Spiel nichts kaufen kann. So. Also gehen wir wieder rein, hä? Wo ist die Klappe? Keine Klappe hier. Ich werde weiter am Strand. Nein, ich werde hier hinten bei den Werwölfen leveln.
Toll, ich mag das immer, ist blockiert. Schön. Was hat der Clan? Oh, zwei sind gegangen. Typhoon. Der vom Ritter. Nein, vom Barbar. Von beiden. Keine Ahnung. Ab vom AOE, irgendwas. Da ist die Klappe. Ich wusste doch, ich bin da manchmal in eine Klappe gegangen. So, dann gehen wir hier rein. Und der Part ist leider schon wieder zu Ende. Blöden 30 Minuten. Immer wenn man zu viel macht, dann hat man 30 Minuten mehr Hochladezeiten. So ein freches YouTube. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Schauen. War wieder ein super Part. Auch wenn ein bisschen eine Ablenkung da war, wieder durch die lustigen Sachen, die ich noch hatte vorher. Und ja, möchte weiterhin eben im Clan ein bisschen Sachen einfangen in die Videos. Auf jeden Fall geht es jetzt den Berg hoch. Ja, hier werde ich leveln. Mit dem Let's Play. Ich freue mich, dass es so gut ankommt. Und die nächsten Parts kommen eben. Eben wieder täglich zwei Stück, hoffentlich. Also nicht nur eine jetzt, sondern zwei Parts. Ich denke morgen früh und am Abend um 7 oder so. Ich möchte ja mich nicht so begrenzen auf eine Zeit. Ich finde, die YouTuber machen nichts mehr, wenn sie mal was einstellen. Die machen überhaupt nichts mehr. Nur hochladen, fertig. Und ich möchte schon noch etwas ein bisschen Let's Playerisch machen und nicht wie eine technische Datei, die Videos hochlädt. Ja, aber auf jeden Fall freut mich, dass ich besser ankomme wieder. Ich habe ja immer wieder Probleme, dass ich einige Zeit nicht Let's Playen kann, weil ich eben krank bin und andere Sorgen und Probleme habe. Und ja, es ist einfach schade, dass YouTube immer so gebrecht. Also, ja, dann die abonnieren sie wieder, weil keine Videos kommen und sonstige Sachen. Es ist immer so, als würde YouTube etwas falsch machen. Das großes, gigantisches falsch machen. Aber ich liebe ja trotzdem YouTube. Eben bei den guten Sachen sind die Kritiken halt höher, weil sie mehr herausstechen. Und das spüre ich auch. Zwar hier bei Rechnung ist es schlecht und ich habe schlechte Kritik. Eigentlich mag ich ja das Spiel eigentlich sehr, sehr gerne. Aber ja, des Weiteren also in einem der nächsten Parts. Auf Wiedersehen, euer Drago Basler. Tschüss.